Wir wollen uns ja ganz einfach auch wieder in dem EDC-Bereich etwas anschauen, das Victorinox-Set mit Rage und Bithaltern und das Pendant dazu aus der Leatherman-Welt. Und wenn dir das irgendwie interessieren tut, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Wir wollen hier einen Vergleich zwischen Schweiz und USA machen. Und fangen wir mit der Schweiz an. Ich habe hier ein System, das gibt es auch ohne Rage, mit der dazugehörigen Rage, die man da hinten auf dieses Kunststoffteil mit drauf poppt. Das Ganze ist dann auch schön kompakt, gefällt mir irrsinnig gut und ist eigentlich eine Standalone, eine Lösung, ohne dass ich sonst noch irgendetwas dazu brauche. Was bedeutet das? Also ich brauche nicht notwendigerweise ein Swiss Tool oder ein Spirit, also das ist jetzt das Swiss Tool, aber egal. Das große oder kleine, das brauche ich dazu nicht. Es ist eine Ergänzung zu diesem Tool. Ich kann das aber auch allein tragen und bin trotz alledem voll und ganz einsatzfähig. Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, denn das ist bei der Leatherman-Version etwas anders, aber dazu später. Dann hast du hier eben eine Rage, die ich übrigens sehr gut brauchen konnte. Die konnte ich schon einige Mal sehr gut brauchen. Eine wirklich brauchbare Rage. Wirklich nicht übel. Und dann noch einmal hier die Möglichkeit, auch einen Bithalter. Das ist zwar nicht so komfortabel, weil es relativ dünn ist und so weiter, aber es funktioniert. Also da will ich gar nicht zempern, das funktioniert. Was ich bei diesem Teil auch sehr praktisch finde, ist, dass du dir nicht notwendigerweise die Bits von Victorinox kaufen musst, denn dieser Durchmesser hier ist auch mit Standard-Bits ganz locker möglich. Das ist jetzt nämlich kein Victorinox-Bit, sondern ein Standard-Bit. Das ist nämlich auch bei Leatherman etwas anders. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Was das gesamte System, wenn du natürlich die Rage noch dazu hast, dann ist es ganz klar. Aber auch ohne Rage ist dieses Victorinox-Teil etwas dicker als das dünne Leatherman. Musst aber auch du für dich selbst entscheiden. Und mit der Rage natürlich deutlich schwerer. Aber ich habe wirklich, wie ich schon vorher gesagt habe, ein in sich abgeschlossenes System und brauche nichts anderes mehr dazu. Also meiner Meinung nach Daumen nach oben. Komme ich aber gleich dazu. Dann schauen wir uns das Pendant von Leatherman an. Beim Leatherman ist es deutlich dünner, deutlich kompakter. Es ist auch möglich, deutlich mehr Variationen an Bits mitzunehmen. Das ist hier nämlich nicht so einfach möglich. Ist so. Außer du gibst denn dieses Teil hier wieder weg und besorgst dir Bits, die es aber nicht von Victorinox gibt, die man da durchstechen kann. Musst dir aber dann hier... Warte mal ganz kurz, ich hoffe, die Kamera schaltet scharf. Manchmal passen die dann eben nicht durch den unteren Bereich, diesen unten nicht ganz offenen Bereich durch. Den muss man dann manchmal ein bisschen aufbohren. Dann kriegt man auch so viele mit, sogar noch, um einen mehr als bei dem Leatherman. Aber da muss man etwas tun und das ist keine Fix-Fertig-Lösung, die man so einkauft. Da musst du dann etwas basteln, dann geht es auch. Aber bei Leatherman ist das standardmäßig so möglich. Da ist auch ein Dünner mit dabei, also ein dünner Schraubenzieher, ein Schlitz und ein Kreuz, den man zum Beispiel für Uhren oder für elektronische Geräte ganz gut brauchen kann. Da ist aber eines ganz, ganz wichtig bei diesem Teil hier. Du brauchst auch das Tool. Du brauchst das Leatherman-Tool. Denn so schrauben geht natürlich auch, aber macht nicht wirklich Spaß. Besonders wenn die festzogen sind. Das ist einmal Punkt A und Punkt B. Du brauchst den Bithalter von Leatherman. Warum? Stimmt auch nicht ganz, komme dann gleich dazu, denn das ist zum Beispiel hier beim Wave und beim Search, glaube ich, ist das dabei und auch dieses MUT, dieses Military Utility Tool, da kann man das auch einspannen, wobei das bei dem hier, na wurscht, ist egal. Egal, kann man auf jeden Fall einspannen, dann hat man auch da schönen Grip und das ist gut. Das bedeutet, Leatherman hat hier eine ganz andere Strategie und zwar, das hier ist eine Erweiterung zu diesem Tool. Und das heißt eben, ich brauche entweder den Leatherman oder irgendeine andere Art von Halterung. Man könnte auch die von Victorinox benutzen, aber das ist dann irgendwie unlustig. Was meine ich eigentlich damit? Nicht wegen dem unlustig, weil man Leatherman mit Victorinox mischt, aber da kann ich dann gleich die Victorinox Aufsätze benutzen, weil schau, das wackelt auch etwas, also es passt rein, aber richtig top ist das Ganze nicht. Es gibt auch eine Verlängerung, das schaut auch so ähnlich aus, ohne Rage, ungefähr so lang, auch von Leatherman. Das ist aber eigentlich dafür gedacht, um eine Verlängerung bei dem Tool plus den dazugehörigen Aufsatz zu erreichen, aber wirklich Drehmoment schaffst du damit nicht. Ich habe so einen Teil, finde es nur momentan nicht.
vertrau mir, es ist ganz einfach so. Aber natürlich kannst du auch anderer Meinung sein, daher schreib mir gerne einen Kommentar und ich mag dir natürlich bitten, dem Video gleich einen Daumen nach oben zu geben und einen Kommentar abzulassen und sowieso und überhaupt, aber let's go. Dass das eine Erweiterung ist, das zeigt auch das Scheidensystem, das von Leatherman mitgeliefert wird. Ich habe hier eine Lederscheide, das gibt es aber auch in Nylon, das ist gar nicht der Punkt. Da ist ein weiteres Fach im Hintergrund oder manchmal auch vorne eingebracht, damit man eben das Tool und auch den dazugehörigen Bitsatz mitführen kann. Also das ist eine Einheit und in Wahrheit macht das auch meiner persönlichen Meinung nach auch nur so wirklich, ist so nur sinnvoll. Ja? Also so schaut die Sache aus. Ich finde das hier sehr, sehr praktisch, wenn du einen Leatherman ohnehin mit dir tragen willst als Everyday Carry. Dann ist das eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Lösung. Denn, und das muss man halt auch hinzufügen, wenn ich mir jetzt das Victorinox-System anschaue, dann gibt es auch da Taschen, die das Ganze miteinander verbinden und dazugeben. Es wird halt dann noch einmal an Batzen schwerer. Ich tue mir einfach schwer. Ich weiß, dass es ja da Fraktionen gibt, die total pro Leatherman ist und andere sind total, ich will nur das Victorinox und beide haben ihre Berechtigung und ich will mich da auch gar nicht in diesen Streit oder diese Auseinandersetzung einsetzen. Ich sage nur meine Meinung dazu. Mir persönlich ist diese Version so, in dieser Konfiguration, die liebere. Nämlich besonders mit einem Wave oder einem Search, weil ich habe alles zusammen fix fertig. Ich habe keine Ratsche, das ist mir bewusst, aber so soll es sein. Wenn ich aber jetzt, und das passiert mir in der letzten Zeit, das Leben verändert sich ja auch immer wieder öfter, brauche ich vielleicht die Zange nicht, aber das hier, wir sind nämlich gerade beim Umziehen, deswegen brauche ich andauernd irgendwas zum Aufschrauben. Die Ratsche ist halt schon cool. Also den Drehmoment, das, was ich da zusammenkriege, das ist schon nicht so ohne. Natürlich kann man jetzt argumentieren, gut, wenn ich eine geplante Aufgabe habe, nämlich geplant jetzt Möbelabbau, dann habe ich eh Werkzeug mit dabei, das stimmt. Aber ich sehe jetzt auch, dass es kurzfristig Situationen geben kann, in denen so etwas hier sinnvoll ist. Und jetzt komme ich zum Schluss und dann bin ich wirklich ruhig. Es gibt Leute, die eine Art Bug-Out-Bag, also Fluchtrucksack oder was auch immer, wie man das jetzt nennen mag, mit sich haben und dann halt auch gerne ein bisschen Werkzeug mit dabei haben. Ich habe schon oben beim i-Klicken auf meinem Rainer Rossmann-Kanal mal ein Video gemacht zum Thema Fluchtrucksack, dass ich nicht der Meinung bin, dass das ein Bushcrafts alles bla bla bla. Also ich erzählte dort meine Realität, musste aber eine halbe Stunde Zeit nehmen. Wie dem auch sei, aber so ein kleines Werkzeug mit dabei zu haben, ist durchaus gescheit. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Wenn ich das hier, das ist eine in sich geschlossene Lösung, in den Rucksack hineinwerfe, dann brauche ich keine Zange mehr. Ich brauche das andere Tool nicht. Ich kann hier Schrauben super damit öffnen. Brauche ich das Tool nicht. Und wenn ich aber ein Tool ohnehin mit dabei habe und du dir jetzt die Frage stellst, was kaufe ich mir? Kaufe ich mir eher Victorinox oder eher ein Leatherman? Dann, also wenn ich habe sie eh alle, also das ist eh egal. Aber wenn ich nur das Budget für eines gehabt oder jetzt, ich habe all das, was ich weiß, ich verliere all meine Tools und muss mir noch eines kaufen, ich kann mir nur mehr ein einziges kaufen. Okay? Dann würde ich, und ich weiß, dass jetzt viele traurig sind, ich liebe Victorinox, aber für mein Leben würde ich mir trotzdem das hier kaufen, das extra dazu. Ausmaß. Ich werde noch einmal, wenn das gewünscht ist, einen wirklichen großen Vergleich zwischen Leatherman und Victorinox machen. Also wenn das gewünscht ist, schreibt mir bitte einen Kommentar, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ich mag diese Teile wirklich sehr, 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 sehr gern. Aber es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Am letzten Punkt, und dann halte ich es Maul, versprochen. Es gibt ja auch von Victorinox diese großen Teile hier, diese Cyber-Tools. Auch da ist so ein Bithalter mit dabei, den ich übrigens erst vor kurzem entdeckt habe. Ja, ich lerne auch dazu und ich weiß wirklich nicht alles. Echt nicht, ja, habe ich aber auch nie behauptet. Diese Bits hier sind mit weder dem System von Leatherman, eh klar, aber auch nicht mit dem System von Victorinox kompatibel. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir die Frage stelle, ich glaube, dass Victorinox sich einfach gedacht hat, es gibt am Markt eben den Leatherman und die haben so ein System und wir machen eines dazu, aber wir machen das, ohne es eins zu eins zu kopieren und zu sagen, so, da haben wir jetzt auch einen, bitte, sondern wir machen eine eigene Lösung, die für ganz spezielle Bedienungen sinnvoll ist. Und das ist ihnen gut gelungen, denn das ist eine einfach mitnehmen Lösung und alles ist gut. So, aus!
aus. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir natürlich den Link zu meinem Messer, zum Biber, zum Irbis und was wir sonst noch haben. Und natürlich auch zu unseren All-Day, Everyday Carry Scheiden. Das haben wir in unterschiedlichsten Ausführungen. Mit Lampe, ohne Lampe und für die unterschiedlichsten Victorinox Messer auch. Aber jetzt bin ich auch schon wieder weg. Dein Reini Rossmann, danke dir. Ciao, ciao.